So, herzlich willkommen zu unserem Monkey Island 2 Let's Play. Die Special Edition wieder mal. Natürlich, was heißt wieder mal? Wir spielen ja die ganze Zeit. Mit mir, dem Ron Taburger und Herrn Matze hier, der fleißig mitkommentiert, oder? Ja, ich tue mein Bestes. Ich weiß nicht, ob es immer reicht, ob es an dein Niveau reinreicht. Aber naja, weißt du, mein Niveau, was reicht da schon lang? Da ist er noch nicht mal hier, Chuck Norris ist ja nicht mal mein Niveau. So, ja, warte mal, wo waren wir jetzt stehen geblieben eigentlich? Bevor wir wieder rumsabbeln. Ey, das, heute reagiert ja der Teamviewer gut. Ja, Wahnsinn, gell? Ich, also richtig zackig heute. Ja, ja. Die Karte hast du gekriegt von dem? Die haben wir gekriegt, jetzt müssen wir, glaube ich, zu Wally, ne? Um die zusammenzuflicken. Genau. Jetzt weg genau, hier aus diesem depressiven Ort, ey. Kriegt man auch recht. Obwohl, das ist noch der schönste Friedhof, den ich je gesehen habe, muss ich sagen. Ja. Ist wirklich, ne? Und da kommen wir in unsere Fledermäuse, so. So, und dann wieder mal Skep Island. Woodstick. Was heißt das? Woodstick? Holzticken oder was heißt das eigentlich? Holzschrott, keine Ahnung. Tick ist Schrott? Wusste ich gar nicht. Kein böser Tick, müsste ich mal googeln. Ja. So. Das mache ich jetzt auch mal. Das hier ist mein Job nebenbei. Genau. Google mal Tick. Ne, Tick heißt überhaupt nichts. Ich weiß doch, Tick heißt Inlet, Ticken, Häkchen, Matratzenbezug, Überzug. Achso, dann Holzmatratzen. Etwas abhaken, zum Platzen voll. Full as Tick, zum Platzen voll. Okay, dann schreibe ich mal Wood Tick, ob es sowas gibt. Das glaube ich nicht. Can't I do anything right? Das habe ich mit 3 O geschrieben. Nee, das gibt's nicht. Shoot. Warte mal. Müssen wir dem nicht sein Ding, sein Monokel wiedergeben? Nee, wir müssen ihm die Linse geben, ne? Ja, das Monokel hat ja, hast ja verschenkt. Nein, die Linse müssen wir von dem Leuchtturm in der Bibliothek. Ja, ich weiß, aber das Monokel hast du ja verschenkt eigentlich. Ja, ja, klar. So, jetzt müssen wir an die Karte. Was ist das? Aber Wally ist so eine arme Sau, ne? Der ist aber Opfer da irgendwie da. Very interesting. Ja, irgendeiner muss ja die arme Sau sein. Genau. Keine Freunde. Aber ich weiß nicht, ob er Freunde hat, aber... Aber guck mal, der... Was schickt er uns hier zu irgendwelchen Aufgaben da? Wir müssen jetzt extra zum Sumpf gehen, ne? Um die Wahrsagerin zu fragen, ob sein Liebestrank fertig ist. Ah doch, da ist er doch so eine arme Sau, der keine Alte abkriegt. Oh, ich hab das als... Als Kind konnte ich das alles gar nicht so richtig begreifen. Da wohnt er in dem alten Boot, ja. Mit so einem, ohne Dach richtig so und was? Ach so, wie alt warst du das? Sag mal, die Fantasie damals sowas zu machen, wie die Orte hier, sag ich mal, die musst du erstmal haben, ne? Ja, klar. But apparently seaworthy. Das ist schon... wie alt warst du da denn, wo du das erste Mal dazu gespielt hast? Das war 92, glaube ich. Hm. 92? Das war dann... Achso, da warst du dann so 10 oder was? Ich war 10 Jahre. 10,5 oder so. Ah. Ja, wie gesagt, das war auch ein bisschen... Aber trotzdem hat es einem ja schon damals gefallen, ne? Also ich weiß noch, bevor ich das Spiel bekommen habe... Also ich wusste, am nächsten Tag bekomme ich's. Und da konnte ich irgendwie nachts nicht schlafen. So geil auf das Spiel. Wally schickt mir, das hab ich schon. Oh. Okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's Liebesbombe. Wouldn't want that little guy getting. Na, guck mal, das ist die Tüte da, wo wir dann nachher die Sachen für den Chuck reinpacken. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message. Das haben sie wieder von Krieg der Sterne. Ja? Ich spüre eine Erschütterung der Macht, als ob eine kleine Stimme aufschreit und so weiter. Das finde ich auch so geil, ne? I better go check. Ich habe mir jetzt neulich die Tage mal die ersten 3 Teile reingezogen komplett. Ich habe sonst eigentlich nur mal den ersten geschaut gehabt und die... Du meinst die... Den zweiten und den dritten hatte ich nie geschaut. Du meinst Episode 2 und 3? Ja, genau. Das habe ich jetzt mal noch. Ich finde den dritten finde ich richtig gut, eigentlich. Oh, ich fand das ein bisschen lächerlich, wo der dann zu Darth Vader wird, wo der sich dann so... so streikt, so. Das fand ich irgendwie, naja. Aber ich fand den Obi-Wan, der war gut gespielt. Ja, klar. Der hat gut reingepasst. Aber jetzt den Anakin, den fand ich nicht so gut. Ja, der ist auch nicht so wirklich der... Mein Liebling war ja auch nicht, aber es geht schon. Wie gesagt, die Filme sind gar nicht so übel. Also da gibt es ja weiter schlechtere Filme als die. Also das ist, ja, schon, das ist schon gut. Das sind schon gute Filme. Sogar der erste. Aber sag mal, wenn du die ersten 3 Teile mal geschaut hast, dann blickst du ein bisschen mehr durch, was im 4., 5. und 6. so passiert. Ja, genau.
Ich bin ja schon tierisch gespannt auf den 7. Nee, aber so was von. Ja, ich auch. Also mir hat auch der Trailer gefallen, hast du den gesehen, ja. Mir hat er gefallen. Mir auch. Ich fand gut. Ein bisschen das Schwert ein bisschen dämlich, aber sonst war gut. Aber ich finde, ich... Von Han Solo das Schiff oben lang gefahren. Ja, und die guten TIE Fighter vom Imperium sind wieder da, ne? Die guten mit dem... Weiß aber, wo ich mir das Modell zusammengebaut habe. Ja. Where'd he go? Hast du es hängen bei dir, oder? Da steht. Auf dem Regal steht das. LeChuck. Oh no. LeChuck's kidnapped the cartographer. LeChuck hat... Guy. Hey. He has my map. Hat auch meine Karte. Was steht da nochmal? Oh. It just says... Hier steht nur LeChuck. LeChuck. Da auf dem Holz gekritzt oder was? Oh. Typisch für diese Anfang der 90er LucasArts Adventures sind aber immer Papageien, ne? Hast du bei Indiana Jones gehabt, ne? Ja, stimmt. Guck mal hier diesen Frosch an, siehst du den da unten? Ja. Der sieht so lustig aus. Wie sieht der im Original aus? Das springt dann auch mal weg, gell? Oder war das nicht so? Oh, im Original hast du gar keinen. Ich weiß, aber hier in dem Spiel springt er dann irgendwann mal weg, glaube ich. Das kann sein. Aber ich glaube, der nicht. Ich glaube, der quakt da rum und sitzt da. Die springen hier. Der da unten springt aber immer so. Siehst du? Oder war das ein Fisch? Keine Ahnung. Ist auch egal. Das war aber, glaube ich, ein Fisch. Müssen wir jetzt nochmal zu Dings oder müssen wir einfach jetzt in die Kiste steigen? Ja, jetzt musst du zum Sumpf. Muss ich aber einfach in die Kiste, ne? Das ist aber so ein Zufall, ne? Guck mal, die haben die Klamotten von UPS. Das ist echt so. Looks like another box of live snakes. Sounds like it too. Well, let's get it on the truck. Lebender Schlangen. Arme Sau. Gott, oh Gott. Okay, ich meine, wenn die nicht giftig sind, dann kann er zumindest auch überleben. Aber wenn die giftig wären, dann würde ich sagen, hat er Arschkarte gezogen. Ja, weißt du, so, ja, 5 Tage, da wäre er an... Da wäre er verdurstet. Fledermauslungen und Aalblasen. Aalblasen? Was? Ich habe jetzt irgendwie was... Oder habe ich wieder was falsch gelesen, wie immer? So wieder den Aalblasen. Ich glaube, die haben innerlich Fische am Dorf. Ja, ich weiß. Also, wo die Augen absteigen. Ach so, okay. Chuck's afraid of voodoo supplies. You know, we usually don't deliver out this far. Na guck mal, die wollen ja Trinkgeld haben, ne? Nein. Well, we figured since... Falsch gedacht, jawohl. LeChuck don't tip nobody. Aber wenn ich ehrlich bin, ich gebe auch nicht gerne Trinkgeld, weil ich finde, das ist schon teuer genug, die meisten Sachen. Weißt du, was ich meine? Ich hätte mir auch diesen Sommer mal eine neue Bettmatratze liefern lassen. Ich habe auch so zwei, ja sagen wir, Russen haben es geliefert. Und die standen dann so da, gell, und ich dachte, ja, muss das geben. Gell. Die haben's, ich wohne ja ganz oben unterm Dach. Ja, ja. Es war Hochsommer. Naja, na gut, gibt es einen 5 Euro, oder? Na, 5 Euro, naja. Ich hätte 2 Euro gegeben. Ich hätte gar nichts gegeben am liebsten. Ich weiß, Trinkgeld weiß ich nicht. Ich finde, der Arbeitgeber hat die verdammte Pflicht, vernünftig die Leute zu bezahlen. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt so. Aber hier, das, ich finde, guck mal die Skelette an, das ist alles so grotesk, aber echt fast schon, also ist schon echt gut gemacht, ne? Die Atmosphäre hier ist echt so zum Fürchten ein bisschen, so, das mag ich echt. Aber ist auch totaler Kult, diese Festung eigentlich, oder? Ja, die ist schon echt geil gemacht. Muss man hier nochmal mit Wally reden? Ja. Können wir, ja. Ist doch kostenlos, das geht schon. Guck mal hier, diese Kerze hier vorne, was zum Teufel ist das? Wally! Wie sieht er denn im Original aus, wie er da hängt? Da sieht man nur dieses Monokel da als Auge. Da weißt du, wie viele Pixel das sind, das Monokel? Da sind 4 Kreuze. Das Pixel. Sind 4 Pixel, ja. Pixel, ein schwarzer Punkt. Ja, genau. Herrlich. Aber ist auch schon für damalige Zeit gut gemacht. Sehr gut gemacht. Aber man sieht trotzdem alles, was es ist, ne? Ja, absolut. Dabei sieht deutlich besser aus in der Special Edition. Naja. Aber weißt du, aber das ist das. Weißt du, was das Komische? Das ist wirklich das einzige Spiel, wo wir wirklich sagen, oder ich zumindest sage, das ist besser. Ich meine, die Special Edition ist besser als das Original. Sie ist eine bessere Kopie vom Original. Sie ist eine hochauflösende Kopie vom Original. Ja, aber ich spiele dann lieber die als. Es ist das Original, kannst du sagen. Es ist das Original, klar. Es wurde nichts verfälscht, nichts kaputt gemacht, das meine ich, ne? The map, Wally. What about the map?
Oh, LeChuck's got it. But who cares? Aber das ist nicht schlimm. Who cares? Yes, I memorized the whole thing before he took it. It's on an island called Dinky, not too far from here. After you bust me out of here, we could steal a boat and go there. Auf Dinky Island kann man auch leben, oder? Ja, ist auch so eine schöne Insel. Obwohl ich finde, dass Dinky Island haben sie ein bisschen sich weniger Mühe gegeben. Da gibt es keine Übersicht, weißt du, was ich meine? Ja, gut. Da gibt es keine Übersicht mehr von oben, keine extra Musik, kein Dings. Ich finde da, ich glaube, da wollten sie das schnell, Spiel schnell zu Ende machen, ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weißt, kommt da dann auch nicht mehr viel, ne? Ah, okay. Okay. Hier, ich bleib hinten, ich breche die Tür auf. What are you nuts? Sind sie völlig verrückt? Das ist so geil. Holen sie den Schlüssel. Ja, du kannst sogar die Dialoge jetzt heute mitlesen. Hat die wahrscheinlich in seinem Büro, als wenn er schon Büro hat. Das ist auch sein Büro, wo sein Thron ist, also sein Büro wahrscheinlich, oder sowas. Ach ja, jetzt müssen wir gleich diese Knochen hängt am Beinknochen, Sache da durch. Ja, das ist das, wo ich mich immer durchgetestet habe, wo du den Durchblick hast. Wie, da hast du mal Probleme mit gehabt, oder was? Ja, ich hab da Probleme. Ich hab das immer... Da steht ja von oben nach unten, da hat es ja aufgeschrieben, oder sich der Hüftknochen hängt, der Beinknochen, ne? Hast du gern, da habe ich das rausgesucht, was auch auf das zutrifft. Mhm. Und ich bin da trotzdem nie angekommen, weiß nicht wo oben. So, Rippen, Arm, Schädel. Ich guck, weißt du, wie ich das mache? Deck dir mal das Wort Knochen zu, dann siehst du ja oben bei Vers 1, ne? Da Rippen siehst du ja Rippen an, da brauchst du gar nicht zu gucken. Einfach, du verdeckst sie einfach mit dem, die hängt, Arm ist scheißegal. Mhm. Du guckst einfach die ersten Wörter untereinander. Rippen, Arm, Schädel, ne? Ach so, weil ich Rippen, immer, genau. Guck nochmal drauf, guck nochmal auf die Karte. Ich habe das immer anders gelesen. Ich habe das, zum Beispiel hast du jetzt oben die erste Zeile, der Rippenknochen hängt am Armknochen. Ja. So habe ich das gelesen. Rippenknochen und Armknochen habe ich jetzt geguckt. Was das zusammenhängt. Du guckst einfach die drei Sachen untereinander. Rippen, Arm, Schädel. So, ich habe das immer, was nebeneinander steht, habe ich immer gemacht. Das ist Rippen, warte, nicht was richtig. War das? Nö. Aber was war das nochmal? Rippen, Arm, Schädel. So, Rippen, müssen Rippen oben sein, das kann es hier nicht sein. Rippen, Arm, Schädel. Rippen, Arm, Schädel. Müsste das sein. Ja. Ach so, ne, dann ist es genau. Kein Wunder, warum ich es nicht gut. Das kann ja nur das sein, oder? Normalerweise, oder warte. Bein, Hüft, Arm. Bein, Hüft, Arm. Wisst ihr? Ja. Das ist es. Aber auch so eine Logik, ne? Du gehst da durch und kommst du woanders hin. Auch hier, guck mal, Lukas-Abzeichen. War das ein echter, oder? Warte, ich guck mal gleich. Rippen, Bein, Hüft. Ja, das war da. Cool. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich gerade gelesen habe vor 2 Sekunden. Rippenbeinhüft. Rippenbeinhüft, genau. Rippenbeinhüft, das ist das Ding. So, dann das letzte. Schädel, Rippenbein. Das ist eigentlich total einfach, ne, wenn du bedenkst. Das ist auch hier so geil, das Rätsel, ne? Mit dieser kleinen scheiß Hundetür hier unten. Ja, das ja. Ist hier, hast du ja schwere Schlösser, kannst du... No mach mal die Originale. Even in an adventure game that I'd be able to get all those locks open. Fast genau so sieht's aus, ne? Ja, brauch noch. Ah ja. Ich dachte, aber in der Originalansicht siehst du die kleine Tür mehr. Das nö, genau. Siehst du da genauso wenig. Siehst du da genauso wenig. Du siehst die... Warte mal. Kann man die... Hundetür. Das ist auch Schwachsinn. Da ist ja der Schlüssel. Das ist LeChucks Büro, ne? Das ist sein Büro. Hier vorne, guck mal, ich kann einen Laptop aufstellen da auf. Soll das ein Thron sein davon oder ist das ein Bett? Das ist glaube ich, sein Thron mit einem Schreibtisch davor. Deswegen Büro. So. Ach, wirklich. Das kann man so überlassen. Das ist eine richtige Wohlfühlatmosphäre. Ich finde... Aber ich finde, das hat was. Ich fühle mich hier wohl. Na, ich weiß nicht. Wohnen möchte ich da nicht. Nein, aber ich meine, ich fühle mich wohl im Sinne, dass es einfach Monkey Island 2 ist, weißt du? Ja. So habe ich das gemeint. What do you have to say for yourself? Hier, du kannst hier, guck mal, du kannst hier ja die ganzen Dinge ja aussuchen. Zum Beispiel, spuck nicht dauernd in mein Gesicht. Aber der sagt dann trotzdem nur, Largo! Yes, sir, LeChuck, sir! Take Guybrush down to the torture chamber. Das ist auch so geil, da wo der da hängt, ne, gleich. Das ist auch so ein Rätsel, yes, so, da denke ich mir. Ach
Alago ist also eine richtig kleine Mistmeute, wie es im Buche steht. Oder? Ja, aber das ist wirklich so hier, so ein Arschloch, ne? So, ja, LeChuck und... ein kleiner Assi oder so. Naja. Da finde ich sogar LeChuck sympathischer, echt. Ja, ich glaube, mit dem würde ich eher was unternehmen als mit Aber das sieht auch so putzig aus im Original, ne? Wie die da hängen. Echt geil aus. Mit dem Spucken da. Und dann immer diese Augen von LeChuck, da sind immer so zwei Pixel hin und her springen. Ja. Das sieht herrlich aus. Aber Alter, was er hier gebaut hat für einen Scheiß, ne? Ich meine, man hätte das auch irgendwie einfach haben können. Wie so auf dem Leben. Ja. Der erklärt immer noch, wie der Mechanismus funktioniert. Do you know what happens next? I will take your bones. Nimm wieder deine Knochen. And in great pain and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Aber das ist schon echt richtiger Kult jetzt, das Spiel. Das ist, Any questions? Alter, aber bezahlt, ne? Ja. Hier, weil diese Fragen. Hier, wie viel Holz würde ein Biber nagen, wenn ein... Five chords. Das wird kein Schwein fragen in so einer Situation. Ja. What does the candle do? The candle burns the rope, releasing the bag of sand. Hier, ist es nicht gefährlich, eine Säuregrube offen zu lassen? I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. Es ist nicht gefährlich, eine offene Säuregrube da zu lassen. He didn't say what he was gonna do to me. Ja, schnell. An Ottoman comes to mind. Es gibt auch eine Frage, da fragt er irgendwie, was ist das Geheimnis von Monkey Island? Das finde ich auch ziemlich geil. So, ich jetzt... Gelüftet worden, oder? Warte, jetzt musst du mir ein bisschen... Ich muss man zuerst muss man, jetzt dicke muss man was trinken, ne? Genau. Ein Röhrchen. Ein schön grüne Schleimsuppe. Erstmal das Brote und dann das Grüne habe ich immer irgendwie. Ja. Das habe ich immer von, so wie beim Spuckwettbewerb. Du brauchst eigentlich nur das Grüne. Wo ist denn das scheiß Grüne? Mensch, dieses Scheißding hier. Du bist erst schon da. Hoch. Du bist schon ich geklickt. Keine Geduld mehr, der Ding. Ach, Schnauze. Boy, this stuff makes my spit thick. So, ich glaube, rechts da das Blechding mit dem Schädel, da wurde gerade dein... Ich glaube, zuerst müssen wir aber das Ding auch noch einmal anspucken. Und einmal die Bratpfanne, glaube ich, oder? Ja. Hey, eine Bratpfanne. Oder, ist das eine Bratpfanne? Keine Ahnung. Eine Pfanne steht da nur. Pfanne steht da. Okay, dann glaube ich, jetzt müsste es eigentlich klappen, genau. Ja. Jetzt müsste man ja, das Schild ist jetzt ausgerichtet. Müsste, ja, ich weiß es nicht, aber... Mach einfach mal jetzt hier. Siehste? Jawoll! Gleich Volltreffer. Ja. Ja, also. Das ging ja schneller als da. Weißt du, ich hatte das irgendwie schwer in Erinnerung. Ja, ich hatte früher ein paar Mal rumprobiert. Ich finde das nachher so geil, weil Guybrush noch eine geile Idee kommt, Streichholz dann so machen, rund um Dynamit. Ja, genau. Aber das ist auch so ein Zufall, ne? Das ist echt dieses Spiel manchmal. Ah, herrlich. Aber hier kann man auch nichts sehen, ne? Krempel. Wenn hier steht Krempel, dann betrachte Krempel. Kann ich sagen, was für ein Krempel? Die Kisten? Ich finde den Verschluss nicht im Dunkeln. Da musst du ja die Streichhölzer, ne? Oder muss man die Tüte erstmal öffnen? Streichhölzer und diese Liebesbombe ist ja auch noch da drin. I can't see anything in here. Aber guck mal, eigentlich würde ja nichts passieren, wenn er das Ding nicht loslassen würde, der Trottel. Der hat sich ja verbrannt an dem Ding, weil das Ding zu lange gebrannt hat. Ich finde die Animation auch im alten Spiel so geil, wo dann der Streichholz so wegfliegt. Ja. Ne? Aber hier fand ich es jetzt nicht ganz so gut. So, dann würde ich mal sagen, ist das der letzte Teil, Matze. Ja, leider. Leider geht eins der besten Spiele... Des Jahrtausends verloren, aber wirklich. Ich zähle mal keinen zwei zu den besten Spielen aller Zeiten. Ja, für mich auch.
Die also Musik nicht ohne Grund habe ich das Original noch hier stehen, ohne Scheiß. Ja. Ich, das kommt mit mir ins Grab. Genau, und die Indiana Jones 4. Genau, die beiden. Das verbrennen. Ach, das war hier auch so geil, das Rätsel, ne, mit diesem. Aber vor allem auch diese, ich liebe diese Naivität von diesem Spiel. Du wirst da rausgeschleudert aus der Festung und dann landest du natürlich genau auf Dinky Island, ne? Warte mal, hier ist jetzt mal eine Flasche. Brecheisen, ne? Ich glaube, die Flasche müssen wir zerbrechen. Genau, die musst du zerbrechen, dass du dann in den Sack kommst. So. Das Glas, was da steht, brauchst du ja. Ach ja, das Martini-Glas, ja. Da muss man erstmal das Glas dann... Die Welt zugrunde. Ja. Das Glas muss man füllen. Ach, leck. So. Das Glas muss man mit Ozean füllen und dann nochmal destillieren, ne? Ja, Gluck, gluck. So. Da ist noch ein Keks drin, glaube ich. Hey, there's a cracker in here. Aber wir brauchen ja drei Kekse, Matze, weißt du noch? Ja, wo waren die drin? In dem Sack dann, ja, oder? Einer ist nur hier in dem Dings, aber der Sack ist jetzt irgendwo im Dschungel, ne? Ja, genau. Aber das finde ich ein bisschen schade. Man hätte noch Dinky Island noch von oben einmal die Sicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich schade. Aber da habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht. Doch. Ich denke immer über das Wesentliche, Matze, das weißt du. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, aber ich glaube links erstmal. Ja, links. Willst du die Alte noch anrufen bei LucasArts? Kann ich machen, wenn ich das finde. Sieht das mal original aus. Boah, ist das ein Pixelhaufen. Aber da muss man sagen, das ist ja echt deutlich besser auch schon jetzt. Also ist, oh. Mensch, bist du oberflächlich. Nein, ich finde einfach, dass das Spiel, weißt du, ich schätze das ja so sehr, dass das Spiel alle Werte des Originals behält. Denn ich würde sicherlich das nicht gut finden, wenn das jetzt irgendwie ein Ego-Shooter draus gemacht hätten. Weiß ja, ne? Call of Monkey Duty. Genau. Muss man alle Affen mit einer MG. Komm, Affen auf dich zu. Ist klar. Wenn sich das verkaufen würde, würden sie es auch noch machen, glaubst du? Oh Gott, ja, ich weiß. Machen doch alles, was ja. Cool ist. Das scheiß Geld. Ah ja, diese Instant-Cracker-Packung, ne? Super. Muss man die dann mit dem Wasser... Weiter, ne? Das war's dann hier, wo der Baum steht, ist Ende Gelände. Ja, mit dem Wasser, ne, muss man die benutzen. Ja, mach mal. Müsste eigentlich. Waren das Käse-Cracker oder waren das nur Cracker? Einfach Cracker, glaube ich. It's a low-sodium cracker. Schwach gesalzener Keks. So. Ich wusste gar nicht, dass es Instant-Cracker gibt. Es gibt sowas nicht, Matze. Das ist natürlich Schwachsinn. Nein, es gibt sowas nicht. Sollen wir das Telefon jetzt suchen, oder was? Ja, los. Es gehört mit rein, das ist cool. Ja, ich weiß nicht, wo es ist. TNT. Oh geil, diese Vögel, die da vorbeigeflogen sind. Wir müssen halt irgendwo hinlaufen, wo wir sowieso irgendwo hin. Ich kann es ja eh nicht sagen. Ich kenne den Plan ja nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich jetzt genau richtig hinlaufe zu... Zum X? Naja, irgendwie weiß ich nicht. So. Das X markiert den Punkt, du weißt doch. Ja, ich weiß das. Hat Dr. Jones doch gesagt, ne? In der Schule. Noch nie hat ein X irgendwann irgendwo einen bedeutenden Punkt markiert. Und außer in der Bibliothek. In der Bibliothek weiß es, genau. Ja, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ich werde erstmal nach dem Weg fragen. Den guten alten Hermann. Nö, den. Soll man mit dem nochmal reden? Oh, guck mal wieder hier. Da geht er nur auf den Sack, ey. Ja. Aber hier sieht er besser aus, wenn ich im Original. Was? Die Schnauze von dem sieht im neuen Spiel. In dem neuen Spiel sieht total fies aus. Guck dir das mal an. Das sieht aus, als wenn sie vermöbelt hätten oder so. Toothrot, what are you doing here? Oh, hi. Aber cool, sieht cool aus. Ja. I've been waiting for you. I'm looking for a treasure. Hast du was hier? Das ist so richtiger so ein Weihnachtsmannbart hier. Guck mal die Beine an, guck mal die Beine an. Ja, ich weiß, das. Or
treasure of the past, seen in the rings of trees or the half-remembered cackling of parrots. Ja, ist gut. Actually, I'm looking for the treasure of Big Whoop. Big Whoop? I am afraid I am not familiar with that one. Ich habe mit dem immer irgendwie damals im Kreis geredet. Ich habe dem immer irgendwas gefragt und da hat er mich dann irgendwas zurückgefragt. Also dem musste ja gar nicht. Ja, ne, muss auch gar nicht. Vor allem, der hat auch so ein Farbrätsel, ne? Welche Farbe hat das oder das? Und dann musst du da irgendwelche Farben aufziehen. Aber das macht... Da habe ich gedacht, ich muss das irgendwie lösen, weil es alles vor dem Haus war. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warte mal. Bei Mogi 1.3 ist da nicht gar nicht Osten mehr dabei. Müssen wir eben aufschreiben, Matze. Osten vom Teich zum... Ne, aber in Monkey Island 4 ist er wieder dabei. Ja, in Monkey Island 4 bist du ja nochmal auf Monkey Island am Ende, ne? Naja, das Spiel ist nicht... Da auch nicht mehr wieder diese 3D-Scheiße. Ja. Aber das Spiel ist nicht so schlecht, wie du es machst. Es ist schlecht, aber es ist nicht so schlecht. Ja, ich komme da nicht rein. Das ist mir zu hoch. Ich habe es auch nur einmal durchgespielt. Es zieht mich ja nicht so wie die ersten drei Teile, dass ich immer wieder durchspiele. Weißt du, einmal durchspielen und das war's. Warte mal, Dinosaurier nach Osten. So. Hast du Teil 3 schon mal durchgespielt dieses Jahr? Dieses Jahr noch nicht, ne? So, wir das mal machen. Dieses Jahr noch? Ach, Quatsch. Überhaupt. Ja. Das Jahr ist ja nicht mal lang, gell? Nee. Ich finde aber den dritten Teil richtig gut. Noch einige Projekte. Ich dachte, uns gehen die Projekte langsam aus, aber es sind ja noch einige, ne? Nach Norden vom Dinosaurier. Hä? Ich habe jetzt nichts verstanden. Wieso nach Norden vom Dinosaurier? So ein Schwachsinn. Wieso nach Osten vom Dinosaurier? Muss gleich nochmal fragen. Muss gleich nochmal den Scheißkerl fragen. Dieser Papagei ist aber lustig. Gehen nach Osten. Ja, ich muss ihn noch mal fragen. Pretty Polly. Okay, let's go. Wir gehen noch einmal drüber. Geh nach Osten vom Teich. Vom Teich nach Osten. Ich hatte mal als Kind immer Probleme mit der Himmelsrichtung. Ich hab das immer nicht viel gemacht. Ich hab dann immer so lange gesucht, bis ich es gefunden habe. Ich muss da noch mal. Teich, so, ich bin auch so bescheuert. Geh nach Osten vom Teich. Und dann Osten zum X. Ja, ich hab's, glaube ich.